Ja, hallo, Oliver Glasner. Ja, hallo. Also wir duzen uns, weil wir uns auch sonst duzen, ja, sonst wäre es irgendwie ein komisches Gefühl. Wie fühlst du dich? Guck dich mal um. Frankfurt, die Skyline. Was ist das für ein Gefühl? Ja, super, mega Aussicht, auch von dieser Seite. Ich sehe es sonst immer nur von der Sachsenhäuser Seite. Und ja, Frankfurt ist eine tolle Stadt, haben mich in dem Jahr sehr gut eingelebt, Menschen sind unglaublich freundlich und macht Spaß hier. Was ist das für ein Erlebnis, wenn auf einmal man etwas für den Verein schafft, was eigentlich undenkbar ist? Ja, es ist natürlich für den Verein toll, aber es ist für die Menschen noch viel schöner. Also diese Gefühle hier am Weg vom Flughafen im Cabrio auf den Römer, ich glaube 200.000 da gestanden sind, also was wir da an Emotionen, an positiver Energie, an Freude alles mitbekommen haben, ist jetzt noch, wenn ich dran denke, einfach, ja, geht mir ein Lächeln auf, weil das am Ende ist das, was ja eigentlich zählt, ist das, was hängen bleibt, wie viel Freude wir jemanden machen können, wie viel Freude wir selbst haben in unserem Leben, und das war schon ein einzigartiger Tag und natürlich auch ein unglaublich schönes Erlebnis. So, und da gehen wir aus dem Interview mit Oliver Glasner mal kurz dazwischen, aus gutem Grund, denn am Donnerstagvormittag hat Kevin Trapp über Instagram verkündet, Freunde der Sonne, ich bleibe bei Eintracht Frankfurt. Und das Interview mit Oliver Glasner haben wir am Donnerstagmorgen, also vor der Verkündung von Trapp, geführt. Also kann auch Oliver Glasner nicht dazu reagieren. Wir reden natürlich mit ihm. Wie er darüber redet, das zeigt auch vieles, wie wichtig Kevin Trapp für die Eintracht ist. Und das gucken wir uns jetzt an. Am Stadion, in der Spielerkabine, da hat jeder Spieler seinen Platz und darüber hängt hinter Glas das Trikot dann des jeweiligen Spielers. Schön angeleuchtet, sieht toll aus. Gehen Sie da jetzt jeden Tag rein und gucken, ob unter der 1 da noch der Kevin Trapp sitzt? Nein, ich denke, wenn was anders wäre, dann würde ich das hoffentlich vorher wissen. Also von dem her gehe ich davon auch aus, dass das Trikot von Kevin Trapp auch in der kommenden Saison noch leuchtet. Also Sie haben Hoffnung. Wie hättest du dich denn entschieden als Spieler? Also lieber wahrscheinlich das Doppelte verdienen in Manchester oder bleiben bei Eintracht Frankfurt und Champions League spielen? Ja, ich war als Spieler zu schlecht, sowohl für Manchester United als auch für Eintracht Frankfurt. Deswegen hat sich die Frage nicht gestellt. Aber er ist ja auch so, auch wenn Kevin das unbedingt möchte, am Ende entscheidet er der Club, weil er hat keine Ausstiegsklausel. Also haben wir das Heft des Handelns in der Hand und ist ja aus sportlicher Sicht ganz klar, dass wir wollen und ich möchte, dass Kevin bei uns bleibt. Er ist nicht nur sportlich, sondern auch als Mensch ein ganz wichtiger Faktor bei uns in der Kabine. Und er ist auch, denke ich, eines der Gesichter der Eintracht, die für diesen Erfolg der letzten Jahre stehen, für diesen Aufschwung der letzten Jahre. Jetzt haben wir mit Martin Hinteregger, mit Kevin Kostic, denke ich, schon zwei Gesichter verloren. Und deswegen sollte auch Kevin unbedingt hierbleiben. Hast du ein gutes Gefühl? Ja, ich habe ein gutes Gefühl. Wie gesagt, ich weiß, wie Kevin denkt. Natürlich ist das reizvoll. Ja, Menu ist jetzt schon auch einer der größten Clubs, nicht nur finanziell, sondern einfach auch jedes Spiel mit 75.000 ausverkauft, absolute Topstars in ihren Reihen, aber am Ende entscheidet die Eintracht und die Eintracht möchte, dass Kevin bei uns bleibt. Gut, die Chancen steigen wieder, dass Trapp bleibt. Wie ist es denn, wenn einer geht? Martin Hinteregger hat die Karriere beendet. Kostic ist gegangen. Ist dann der Trainer? Bist du da auch traurig? Ja, bin schon noch trauriger, weil wir einfach auch gemeinsam eben diese schönen Momente erlebt haben. Wenn du, ich weiß jetzt nicht, von 365 Tagen, ja, 330 beisammen bist, dann entsteht auch eine persönliche Bindung. Und ja, wir haben alle eine super Bindung untereinander gehabt, einen super Spirit in der Kabine. Also von dem her, ja, ist da auch ein bisschen Wehmut dabei, nicht nur beim Trainer, auch bei den Spielern. Ja, man gibt es ja nicht so einfach auf, ja, aber es gibt halt dann, ja, wie bei Martin halt vielleicht doch noch was etwas wichtiger ist wie dann der Sport, nämlich dass es dir als Mensch einfach gut geht, und wenn du das nicht mehr hast, dann war diese Entscheidung auch völlig richtig. Oder bei Philipp so vielleicht ein Kindheitstraum, den du dir erfüllen kannst, mal bei einem der Topclubs in Italien zu spielen. Ja, dann ist zwar Wehmut dabei. Er war auch traurig, und auf der anderen Seite gönne ich ihm das auch jetzt, dass er sich so seinen Kindheitstraum hat erfüllen können. Und ja, wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht, er hat selber gesagt, vielleicht bin ich in ein, zwei Jahren wieder hier. Vielleicht kommt er ja recht schnell wieder her, da reden wir gleich drüber.
Nochmal ganz kurz, du hast mal gesagt, dass irgendeine Auszeichnung, irgendeine Medaille hast du nach Jahren mal wieder in irgendeiner Schublade gefunden. Wo ist aktuell die Europa League-Siegermedaille? In der gleichen Schublade, da habe ich sie ja entdeckt. Und ich habe die mit nach Hause genommen, nach Österreich nach Hause. Und habe mir gedacht, wo gebe ich die jetzt hin? Und dann, ja, ich gebe sie in mein Nachtkästchen und habe die dann da reingegeben. Und dann habe ich gesehen, oh, das sind ja meine Pokalsiegermedaillen als Spieler. Ich bin zweimal Pokalsieger geworden, das erste Mal 98. Und ich glaube, die ist jetzt seit über 20 Jahren da drinnen. Und jetzt habe ich sie wieder gesehen. Und die nächsten 20 Jahre werde ich sie, ich hoffe, dass früher eine Medaille dazu kommt. Ich wollte gerade sagen, welche Medaille kommt als nächstes dazu? Ja, wir haben ja dann noch eine silberne jetzt beim Supercup bekommen gegen Real. Die ist auch schön, aber nicht so schön wie eine goldene. Jetzt Bundesliga, die ersten Spiele liefen nicht so, 10 neue Spieler, einige Spieler gingen. Nervt dich das auch, so ein Umbruch? Ja, mich als Trainer, natürlich nervt mich das, aber es ist halt Teil des Geschäfts. Wenn man immer nur mich fragt, dann würde ich einfach über einen längeren Zeitraum mit dem Stamm der Mannschaft zusammenarbeiten, den wirklich immer nur punktuell ergänzen, aber ja, es ist halt leider kein Wunschkonzert. Gestern das Training ging richtig ab. Du bist auch noch ein bisschen heiser, vielleicht kommt das von dem Training, ordentlich geschrien. Da war richtig Dampf drin. Ist das dann immer ein gutes Zeichen, wenn es so losgeht für das Spiel am Sonntag bei Werder Bremen? Ja, wir haben immer Dampf im Training. Ja, gestern war es dann auch, waren die Jungs dann schon auch ziemlich müde und dann auch dort und da mal die Emotionen ein bisschen übergeschwappt, aber man ist auch gut so. Man hörte davon. Nee, das ist auch gut so, das gefällt mir. Ging etwas steil. Ja, wenn die Jungs ehrgeizig sind, sie wollen das Trainingsspiel gewinnen, das ist immer so die Basis, ja. Weil ja dann so eine Frage ist, die Eintracht immer noch hungrig, ja, und das ist das beste Zeichen, dass die Jungs hungrig sind. Wo ist denn das größte Problem? Wo siehst du das? Eher im Offensivspiel oder im Defensivspiel? Ach, du kannst das eine vom anderen ja nicht trennen, ja, weil wenn wir angreifen, müssen schon wieder andere Spieler verteidigen und wenn wir verteidigen, müssen die Offensivspieler auch mitmachen. Also im Endeffekt ist es so, dass ja, es läuft nicht ganz so rund. Man muss aber auch sagen, ja, wir haben zwei sehr unglückliche Entscheidungen gegen uns gehabt. Wir haben bisher zwei Spiele verloren, das war gegen Bayern und gegen Real. Jetzt kann man auch mal verlieren, also und jetzt müssen wir es einfach auch wieder finden. Wir müssen wieder in diesen Flow kommen, den wir letzte Saison hatten, speziell international hatten. Und deswegen ja, sehen wir es gesamtheitlich und werden da auch jetzt wieder rauskommen. Den Flow jetzt mit der Vierer-Abwehrkette, zuletzt gegen Köln, lief es gar nicht schlecht, Sie haben es gelobt. Ist das jetzt möglicherweise die Abwehrformation der Zukunft? Ja, auch da wollen wir flexibel bleiben, aber es ist halt, ja, müssen wir schauen, welche Spieler hier sind. Wie gesagt, die Dreierkette, speziell mit dem offensiven Philipp Kostic, der einfach seine Freiräume nach vorne braucht. Das ja, haben wir schon ein bisschen auch auf ihn zugeschnitten. Jetzt ist Philipp nicht mehr da, wir haben andere Spielertypen und jetzt müssen wir auch schauen, was wirklich am besten dann zu uns passt. Ja, wir haben in der Offensive viele Spieler, die Tore schießen können. Wie können wir die am Platz bekommen? Wie harmonieren die gemeinsam? Du brauchst ja Spielstärke, du brauchst trotzdem auch Tempo, du brauchst Präsenz im Strafraum. Ja, da haben wir alles und jetzt müssen wir aber noch die richtige Kombination finden. Und da bin ich noch nicht ganz zufrieden mit mir. Das ist mir und meinem Trainerteam noch nicht zu 100% gelungen. Nun ist der Sommer, nicht Weihnachten, aber was würde der Trainer sich wünschen? Noch einen Rechtsverteidiger? Oder? Ja, die Wünsche, die habe ich schon deponiert, aber es geht gar nicht um die Trainerwünsche. Wenn ich jetzt sage, ist das ja einfach eine Einschätzung des Kaders. Wir haben auch Elio Buta als Rechtsverteidiger geholt, der jetzt den gesamten Herbst ausfällt. Und ich sehe halt dann und gebe eigentlich meine sportliche Einschätzung ab. Und der Club, der muss dann halt sagen, okay, darauf gehen wir ein oder wir gehen nicht ein, darauf können wir eingehen oder können wir nicht eingehen. Das ist dann am Ende die Entscheidung des Clubs. Aber ich gebe hier meine Expertise ab, weil ich die Spieler jeden Tag sehe und alles nur darum, um maximalen Erfolg mit der Eintracht zu haben. Also ich würde es mal zusammenfassen, Oliver Glasner würde es nicht schlimm finden, wenn noch ein Rechtsverteidiger kommt, vielleicht einen Tag vor Transferende. Aber schauen wir mal. Was schneller kommt, nämlich heute um 18 Uhr, ist die Gruppenauslosung der Champions League. Wo guckst du das? Wahrscheinlich bei uns im Camp, weil ich habe vorher noch ein paar Termine und das wird sich dann so relativ knapp ausgehen. Und dann mit der Mannschaft allein? Nein,
Allein auch nicht. Es wird noch hoffentlich irgendjemand sich finden, aber die Mannschaft, denke ich, wird nicht mehr da sein. Wir trainieren um 11. Die werden dann schon zu Hause sein, aber klar, wir holen jetzt auch nicht extra rein. Also von dem her, aber ja, ich bin schon obwohl gespannt. Obwohl ihr so einen schönen Kinosaal habt im Profi-Camp, ne? Ja, wäre das ein bisschen später, ein bisschen früher, dann würden wir uns das auch gemeinsam ansehen. Und wir wollten aber jetzt auch aufgrund der Temperatur nicht das Training am Nachmittag verlegen, weil es dann doch nochmal um ein paar Grad heißer ist. Also von dem her werden wir es alle rechtzeitig erfahren, gegen wen wir spielen und werden dann auch an den richtigen Plätzen sein. Nun ist man als österreichischer kleiner Junge wahrscheinlich auch Fan, was ich von Salzburg oder Linz oder weiß der Geier. Aber hattest du als Kind irgendeinen ausländischen Club, den du sehr geschätzt hast? Ich biete mal an Liverpool, Inter Mailand oder SSC Neapel mit Diego Maradona? Ja, ich habe eigentlich deswegen kann ich es auch sagen, auf meinen Autogrammkarten als Spieler standen immer so Lieblingsclubs, ja, auch aus der Kindheit, und da war immer Liverpool und Juventus oben. Also das waren so die beiden Clubs, die ich auch ja, mitbekommen habe. Es war ja früher, gab es ja nicht so viele Fernsehsender, sondern wir hatten genau 5. Und dann warst du immer abhängig, wer ja etwas gezeigt hat. Ja. Es gab noch kein Internet, also du warst ja von den Informationen ziemlich eingeschränkt im Vergleich zu heute. Und deswegen habe ich in meiner Kindheit dann immer wieder diese Europapokalspiele, und da waren halt so in den Ende der 70er, in den 80er Jahren Liverpool, Juventus Turin, natürlich ein Real Madrid, wobei irgendwie zu denen habe ich gar nicht so eine Affinität, aber diese beiden Clubs, die haben, ja, zu denen habe ich immer aufgeschaut. Wir sind hier in der Nähe der Feuerwehrzentrale, von daher ist hier immer, immer was los, sirenentechnisch. Was ist denn die Glasner Wunschgruppe? Jetzt haben wir schon 2 Vereine gehört, Liverpool und Juventus Turin. Beide kann man nicht haben, weil die sind beide in Lost Top 2. Wir müssen uns entscheiden. Ja, die würde ich beide nehmen. Also, wir müssen uns entscheiden. Ja, ich finde jetzt Liverpool würde mich so mit der Anfield Road am meisten reizen. Auf der anderen Seite Juve mit Philipp Kostic wäre auch eine coole Geschichte. Aber ich würde Liverpool nehmen von den beiden. Ja, und gibt ja alle möglichen Konstellationen, aber in Lost Top 4 ist ab gestern Abend auch sind die Glasgow Rangers. Wäre das eine Mannschaft, wo man sagt, ey, das wäre ja Wahnsinn, wenn wir uns nochmal treffen. Ja, das wäre eine coole Geschichte, auch dort mal zu spielen, weil wir haben natürlich in der Vorbereitung auch gesehen, was in Glasgow abgeht im Stadion und dann was bei uns abgeht. Also es wäre eine coole Geschichte. Und ich habe auch aus Lost Top 3 ist Benfica Lissabon, da ist Roger Schmidt. Ich wollte gerade gucken, Trainer, ja. Den Lost Top 3 mal zeigen. Habe ich ein bisschen vorbereitet auch. Also da ist Benfica, ich war ja 2 Jahre Assistent bei Roger, bei RB Salzburg. Also das wäre schon, ich sag mal, Liverpool, Benfica und die Rangers. Ach, da können wir uns alle drauf freuen. Also ein bisschen Menschen wieder treffen, ein bisschen Kindheitserinnerungen auffrischen, das wäre das. Wir drücken die Daumen, dass es auch so kommt, Oliver Glasner. Ja, schönen Dank für das Interview. Vielen Dank.